Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei seid zur nächsten Generation des Fitnesstrainings, des Muskelaufbaus und einer wirklich ausgeglichenen, gesunden Trainingsbewegung. Wir haben euch in der letzten Sendung was zum Thema C-Wave erzählt. Ich zeige euch schon mal ganz schnell den Flyer. Eine Vibrationstechnologie, eine Platte, auf die man sich draufstellt und die alternierend vibriert, um dadurch Muskeln zu stimulieren, je nachdem, wie man sie einstellt. Thema C-Wave, nochmal zusammengefasst der letzten Sendung. Was ist C-Wave und wieso ist es gut für Muskelaufbau? Ja, weil es Medical Wellness gleichzeitig noch ist und die über 640 Muskeln in unserem Körper alle anspricht. Hier gerade nochmal auch passend dazu eine Auflistung von allen 640 Muskeln. ja, wer die auswendig kennt, Respekt. Und allein 140 davon stabilisieren den Rücken. Also allein schon durch das Training mit C-Wave stabilisiert sich schon unsere Haltung. Unsere Haltung wird besser, weil einfach unsere Muskeln im Rücken und überall einfach auch gestärkt werden. Auch die tiefen Muskeln, die wir sonst gar nicht ansprechen würden. Nochmal zur Erinnerung, 60% unserer Muskeln werden bei normalem Kraft oder Sport generell nur getriggert. Und mit C-Wave tun wir die restlichen 40% noch rausholen. Fantastisch. Und das hat natürlich, wie wir euch in der letzten Sendung, bitte schaut euch die nochmal an. Falls es euer erster Mitschnitt ist von C-Wave, den ihr mitbekommt, bitte noch die beiden davor schauen. Weil da erklären wir nochmal ganz genau, wie die Technologie funktioniert, was C-Wave ist, wie das die Sinuswelle durch den Körper geht und wieso die Muskeln stimuliert werden. Jetzt gehen wir auf die Studien ein, zu was es führt, wenn man regelmäßig C-Wave macht. Und zwar gibt es Studien mit Boxer. Es wurden Studien gemacht. Wieso ist es bei Boxern und inwieweit hat sich da deren Muskelkraft oder deren Schlagkraft verändert durch C-Wave? Ja, und zwar konnten Boxer nach einer einzigen Trainingseinheit, ich habe selbst gerade eben erst erfahren, ich bin geflasht, nach einer einzigen Trainingseinheit konnten sie ihre Schlagkraft um 3-5% verbessern, was bei so Profiboxern wirklich enorm ist, wenn man sich überlegt, dass so Boxer auch mit ihrer Hand wirklich eine Wand zerschlagen können. Und dann davon nochmal 3-5% mehr ist wirklich enorm. Und das nach einer Einheit. Jetzt stellt euch mal vor, in einer Minute solcher einem Training an diesem C-Wave Body könnt ihr einen 20 Minuten Workout imitieren. Für eure Muskeln ist es das Gleiche. Sie werden so schnell an- und entspannt, dass ihr dadurch wirklich nicht wie bei diesem, wie heißt es, EMS Training, dieses Elektro. Das ist eine ganz andere Art der Stimulation. Das würde ich auch niemals empfehlen. Auf gar keinen Fall. Ja, es geht wirklich darum, durch Vibration von außen, das sagen Dr. Joachim Mutter, früherer Toxikologe und der Kollege von Edinger, der den Dings erfunden hat, den Biophysio erfunden und den Brainy. Ja, genau, den Brainy Chip und die Biophysio, wo wir auch ein Video drüber gemacht haben, hat der Kollege eben erfunden von Enrico Edinger. Die arbeiten sehr eng zusammen in Entwicklung und so von solchen Geräten. Und der arbeitet eben auch mit C-Wave. Ganz genau. C-Wave kontrahiert nämlich genau diese Muskelgruppen, die sonst beim normalen Training gar nicht erreicht werden können. Und für einen Boxer, wo ja ganz viele Muskelkoordination und so abspielen müssen, da ist es natürlich nochmal wunderbar. Wir kommen vor allen Dingen auch so die Geschwindigkeit oder so, wie auch mit der Reaktion, wird da extrem gesteigert. Stimmt. Sehr gut. Ja. Geschwindigkeit, kommen wir glaube ich gleich zum nächsten Thema. Nee, erstmal zum Thema Sprungkraft. Wie deutlich hat sich die Sprungkraft beim Handballteam, das ist jetzt ein anderes Foto, aber bei dem Handballteam der Männer verbessert und nach welcher Zeit? Ja, nach 4 Wochen hat sich die Sprungkraft von der, sie haben die Mannschaft in 2 Hälften geteilt. Einmal in eine, die C-Wave mit C-Wave trainiert und die andere nicht für 4 Wochen. Die anderen haben einfach ganz normal weiter trainiert, die anderen haben ganz normal weiter trainiert plus C-Wave. Und die, die mit C-Wave zusätzlich noch trainiert haben, hatten nach 4 Wochen eine 15% höhere Sprungkraft. Und das ist natürlich wirklich enorm. Das ist Wahnsinn. Ja, da fliegt man quasi hier durch die Gegend. Ähnliche Effekte können bei anderen Leistungssportlern erreicht werden. Deswegen gerade große Mannschaften anklopfen und sich einen C-Wave zulegen. Es geht da einfach ums Geld, es geht um Wettbewerb und es geht um Fitness. Da geht es nicht darum, hier irgendwie zu sagen, oh nee, das ist jetzt hier eine, keine Ahnung, irgendwie eine, aus der Astronauten oder wie Bioscan oder eine Technologie, die verstehe ich nicht. Nein, da geht es wirklich darum, die machen nur das, was wirklich Effekt hat. Und wenn diese Sportvereine dann anklopfen, da werden gerade große Studien gemacht, die wir bald präsentieren werden, dann wird sich bald noch mehr zeigen. Was ist mit den Sprintern? Ja, nämlich haben Sprinter damit trainiert und konnten ihre Zeit zwischen 3 und 4 Hundertsteln Sekunden, also das ist im Sprint, ja, wie beim, das ist ähnlich wie bei der Formel 1, also da wird wirklich auf die letzte Ziffer geachtet und so ist es beim Sprinten auch und das sind 3 bis 4 Hundertstel, hört sich jetzt sehr wenig an, aber ist wirklich eine enorme Leistung. Nach welcher Zeit? Wird da gar nicht erwähnt, aber auf jeden Fall haben sie es damit verbessert. Ich glaube, im Vortrag wurde es erwähnt, ich glaube, 2 oder 3 Wochen. Es waren immer sehr kurze Studien. Ja, es waren immer, ja, natürlich, das Gerät ist ja auch extrem neu, also das konnte doch gar nicht. Wir sind wahrscheinlich die Leute, die damit so mit am längsten trainieren. Ja, das stimmt. Also wir sind mal wieder ganz vorne dran. Ihr seht im Gesundheitssektor, Leute, es geht nicht nur um Ernährung, es geht nicht nur um Entspannung, Ceragem, ja, Thermalmassagen, sondern auch um Bewegung. Leute, wenn ihr unserem Kanal folgt, werdet ihr immer auf die neuesten und innovativsten Stand gehalten und C-Wave ist da einfach ganz neu. Und jetzt was ganz, ganz Spannendes. Ja,
Hier geht es auch um Muskulatur und Gewebe. Und zwar haben wir ein Baby bekommen, meine fantastische Frau und ich. Und danach geht es um Rückbildung und Bauchstraffung. Und dafür ist CUF ideal. Ich will euch mal ein Bild zeigen, wie meine Frau heute wieder aussieht nach der Schwangerschaft. Schaut euch das mal an. Und meine Frau geht 5 Minuten am Tag auf CUF. 5 Minuten. Ich habe sie geschafft dazu. Sie ist, wir haben ein kleines Kind, ja, 2 Jahre alt. Sie ist sehr viel beschäftigt. Und da schafft man sich immer Sport zu machen. Sie war auch früher nicht so, sie hat schon eine gute Figur schon immer gehabt. Aber durch das CUF-Training, sagt sie selbst, hat angefangen, in den Beinen zu kribbeln. Es hat gemacht, ihre Haut ist besser geworden, ihre Struktur von der Haut ist besser geworden, sie fühlt sich fitter und, gut, dass du sagst, man kann damit nämlich auch abnehmen. Also meine Frau hat mit 5 ihren Grundumsatz zu steigern. Was ist der Grundumsatz? Wir haben hier eine kleine Darstellung. Worum geht es beim Grundumsatz? Ja, also das ist jetzt so eine schemenhafte Darstellung anhand von Kalorien, aber generell Kalorien, um da nochmal so ein bisschen aufzuklären, ist eigentlich keine wirkliche Einheit, wo wir sagen können, es ist ein grober Richtwert, mit dem man ungefähr bestimmen kann, okay, wenn ich weniger esse, nehme ich Gewicht ab. Das ist aber ganz logisch. Kalorien ist aber eigentlich eine Wärmeeinheit. Also wenn ich was verbrenne, wie lange brennt es? Deswegen hat Fett auch mehr Kalorien als zum Beispiel Eiweiß oder Kohlenhydrate. Und unser Körper ist keine Verbrennungsmaschine. Es wird in unserem Körper nicht verbrannt, sondern durch katalysierte chemische Prozesse verstoffwechselt. Dann gehen wir doch mal auf diese katalytischen chemischen Stoffwechselprozesse ein, bei denen die Kalorienleere eine Rolle spielt. Und zwar Schauen wir uns mal die Muskulatur an. So sieht ein Muskel aus. Ich habe Sportwissenschaften studiert hier in Frankfurt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität und habe da einiges darüber gelernt, was ich jetzt ausnahmsweise mal mit einbringen darf. Und zwar haben wir den Muskel, das heißt hier, ja, wenn ihr meinen Muskel so seht, denkt ihr, das ist ein großer Muskel, der besteht wiederum im Kleinen wie im Großen, so ist immer im Universum. Ja, Hermes Trismegistus, die Smaragdtafeln haben uns erklärt, dass wie im Kleinen wie im Großen. Das heißt, hier kleine sind in dem Muskel Sehne, sind wieder Muskelfasern, in der Muskelfaser sind Muskelfibrillen und diese Muskelfibrillen münden dann in Aktin und Myosin, Myosinköpfchen. Was sind Aktin und Myosin und was hat das mit dem Grundumsatz zu tun, dass wenn ich viel trainiere, dass ich grundsätzlich mehr, sage ich mal, Energie am Tag brauche, weil ich größere Muskeln habe? Ja, also es ist ja schon allseits bekannt, dass selbst wenn ich auf der Couch liege, aber viel Muskulatur habe, einfach über den Tag mehr verbrenne, weil diese Muskulatur auch gefüttert werden will. Und dieses Myosin ist was ganz Besonderes, nämlich diese Myosinstäbchen, da docken eben die ATP an und tun eben praktisch ihre Aufladung, die laden sich ja auf, da gibt es ja so einen ATP-Zyklus, wie das sich wieder recycelt, indem genau. Und eben an diesem Myosin Stäbchen dockt das ATP an und liefert uns praktisch diese Energie ab, sodass wir es in dem Moment, wo wir eben diesen Schwung in der Muskulatur haben, eben was hochheben oder irgendwas machen, dass dann wirklich die Energie bei uns ankommt und die für uns zur Verfügung steht. Fantastisch. Und das wird durch die Vibrationstechnologie C-Wave, die wir hier nochmal darstellen, ja, optimiert und perfekt trainiert. Das heißt, ihr habt gleichzeitig Muskelaufbau und Definitionsphase. Ihr habt Abnehmen und gleichzeitig Zunehmen, und zwar aber gesundes Zunehmen, weil wir nehmen an gesunder Muskelmasse zu. Ich muss euch da kurz zu meiner persönlichen Geschichte sagen, ich hatte mal mehr auf den Rippen als jetzt. Ich habe jetzt die Rocosteria aufgebaut, seit genau einem Jahr, also vor ungefähr einem Jahr habe ich einen Schlüssel bekommen für die Rocosteria in Frankfurt, um da anzufangen, sie aufzubauen. Das heißt, ich habe einen Laden aufgebaut, den jetzt vielleicht viele euch kennen, in Frankfurt in der Bergerstraße, ein neues Projekt gestartet. Dieses Projekt habe ich meine ganze Energie rein. Das heißt, meine Kraft, die ich sonst in meinen materiellen Körper reingesteckt habe, habe ich in eine materielle Außenwelt getragen und habe da Tische, Stühle, Boden, Fenster, alles gebaut, Team aufgebaut, neue Gerichte entwickelt und hatte damit nicht so viel Zeit fürs Training. Das ist für mich einerseits für meinen Körper nicht so optimal gewesen, weil ich wirklich meinen Körper vernachlässigt habe, auch nicht optimal gegessen, auch nicht eine optimale Schlafhygiene, wie man es ja nennt, hatte. Und jetzt komme ich wieder in eine Phase rein und bin da auch seit 2 Monaten, in dem ich wieder am Aufbauen bin. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen zurückziehen, das Ding läuft wunderbar, ihr seid da, der Laden ist funktioniert und jetzt kann ich mich wieder ein bisschen auf meinen Tempel konzentrieren und habe zum Glück einen kongenialen Partner, Moritz, mit dem wir jetzt ein Programm starten. Wir haben jetzt C-Wave, wir haben schon angefangen zu trainieren, also ich merke schon richtig, bei Moritz haben auch schon die Leute gesagt, ey, was geht bei dir ab? Du hast erstmal brutal aufgebaut und jetzt bist du gerade dabei, wieder dich richtig knackig zu definieren. Wir werden euch da mitnehmen. Was haben wir vor mit den Leuten und wie werden wir den Leuten demonstrieren, dass wir Muskelaufbau auf einer neuen Ebene konzentrieren werden? Ja, also erstmal wollen wir natürlich zeigen, dass es funktioniert mit einer gesunden Ernährung, nicht, dass ich den ganzen Tag Fleisch, Fisch und sowas essen muss und noch zusätzlich Kreatin nehme, was eigentlich nur meine Muskeln aufschwemmt und Wasser einlage, also dass ich so einen Muskel habe, aber keine Effektivität. Unser Ziel ist so ein bisschen ein Spagat zwischen Dehnbarkeit, also Elastizität. Wir sind praktisch der Durchschnitt von einem Profiläufer. Das ist das Ziel. Profiläufer,
Bodybuilder und einem Yogi. Perfekt. Das ist das Ziel, weil dann haben wir alle drei Bewegungsaspekte, nämlich Dehnung, Ausdauer und Kraft vereint und haben wirklich einen sehr athletischen Körper, und das ist das Ziel. Und dafür werden wir alle Technologien verwenden, die es heutzutage so gibt, die wir auch haben, um Ausgleich zu schaffen, wie wir auch in unserem nächsten Video erklären werden. Wir zum Beispiel mit C-Wave solche Sachen wie das ständige Sitzen ausgleichen. Oh, ja. Also wir tun praktisch diese Technologien verwenden, um die modernen Dinge auszugleichen und gleichzeitig natürliche Dinge verwenden, also die natürlichsten Dinge, die es gibt. Prinzipien auch. Genau, ja, ganz genau. Und eben das mit natürlichen Prinzipien verbinden. Da haben wir jetzt wieder Technologie mit alten natürlichen Prinzipien verbinden und natürlich noch zusätzlich eine sehr natürliche, gesunde Ernährung erfahren. Und dann ist das Ziel natürlich, diesen Körper zu erreichen und euch das da draußen zu zeigen, dass es funktioniert. Ganz genau. Weil viele sind skeptisch, die sagen jetzt, ey, ich habe schon so viel von diesen Rüttelplatten gehört, die gibt es in Liebe für 150 Euro. Meine Oma hat 3 schon im Keller stehen, hast du ja mir so gesagt. Ja. Ja, also wir haben die alle schon um uns herum. Ich wusste das gar nicht so, ich war so fasziniert, hab dann gedacht, ey, wieso reagieren die Leute nicht? Also ich wollte das Gerät unbedingt haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Resonanz gehen mit der neuen Technologie von C-Wave, dass wir das mal erleben. Deswegen laden wir euch nochmal herzlich zur Messe ein. Wir sind auf der Revolution in Speyer. Falls ihr die verpasst habt, sind wir auf der nächsten Revolution. Revolution ist unsere Stage. Da werden wir immer vertreten sein. Da könnt ihr sicher sein. Und meistens auf allen anderen Veginalen, Veggie World und diesen ganzen Messen sind wir immer da. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen. Ihr könnt zu euch kommen, ihr könnt das Gerät testen. Ihr könnt auch in die Rocosteria kommen. Wir sind für euch da. Wir haben unter und drunter auch eine Nummer verlinkt, da kommt ihr bei Moritz direkt raus, da könnt ihr ein Probetraining ausmachen. Genau, da könnt ihr Probetraining ausmachen und so weiter. Und genau. Falls ihr noch spezifische Fragen habt, bitte spezifische Fragen, und nicht, könnt ihr mir noch irgendwas zu dem Gerät sonst erklären, weil dafür haben wir extra die Videos gemacht. Genau. Und könnt auch, wie gesagt, ein Probetraining mit uns aufmachen, dass ihr das mal wirklich erlebt, weil es ist, ich habe ja auch schon auf so 0815-Rüttelplatten gestanden, das ist eher so, oh mein Gott, meine Knochen, scheiße. Ja. Und das ist wirklich, man merkt, eigentlich jeder, der bis jetzt drauf gestanden hat, hat gesagt, wow, ich merke, das ist gut, ganz einfach, weil in dem Moment, wo ich es schon benutze, viel Serotonin ausgestoßen wird, weil meine Muskeln so gut angespannt werden, meine Mikrozirkulation wird besser, alles wird besser, und dadurch kommen natürlich auch Glücksgefühle auf. Fantastisch. Ihr werdet uns also spätestens am 1.1. mit einem Video sehen, wo wir genauso hier sitzen werden, wo ihr sehen werdet, weil wir werden es jetzt tracken. Wir werden uns wiegen, wir werden eine perfekte Ernährung machen. Wir haben jetzt einen Ernährungsplan geschrieben, uns selbst, wo wir ganz genau aufgeschrieben haben, was wir jetzt alles einbauen auf Maßnahmen, und wir sind sehr konsequent und wir halten uns dran und wir haben uns gegenseitig und pushen uns und wir pushen euch mit. Leute, wir machen das nicht alleine. Wir freuen uns, wenn Leute mitziehen. Macht mit uns die Challenge mit. Wir werden es bei Instagram dokumentieren, werden mindestens ein Video die Woche hochladen, wie wir unten trainieren mit C-Wave. Ihr werdet sowieso jetzt noch eine ganze Videoreihe von C-Wave Trainingsübungen mitbekommen, aber wenn ihr es bei Instagram folgt, seht ihr wirklich, wie wir live dabei sind, an unseren Projekten zu arbeiten. Dem Projekt Körper, dem Projekt Mensch, dem Projekt Gesundheit. Ja, und ganz wichtig, was ich jetzt noch zu vielleicht Abschluss erwähnen möchte, es ist auch nicht nur Körper, sondern gleichzeitig tun wir auch noch unseren Geist trainieren. Das ist auch nämlich ganz wichtig, es ist nicht nur Körper. Ganz genau. Danke dafür nochmal. Körper ist wichtig, ja, also wir leben in der Materie, aber wir sind spirituelle Wesen. Aber das heißt, viele meiner Zuschauer sind auch so spirituell, die sind ganz auf dem Laptop und außerirdische Atlantis, Lemurien und alles sowieso eins, aber haben einen verkümmerten Körper und damit verleugnet ihr Gott. Das stimmt. Ihr verleugnet Gott. Weil die Balance ist wichtig. Ganz genau. Die Balance aus Körperlichkeit und Geist. Ganz genau. Jesus hat seinen Körper gepflegt. Jesus war jetzt kein Bodybuilder, aber er hat seinen Körper gepflegt, er hat ihn sauber gehalten, er hat ihn dynamisch gehalten, war immer unterwegs. Also der Körper und Geist müssen eine Einheit bilden, und dazu laden wir euch ein. Deswegen musste dieses Video auch sein, diese Videoreihe, weil wir haben noch nie was zum Training gemacht, noch keine Sendung zum Thema explizit, wie wir trainieren genau. Und da wollen wir es jetzt mitnehmen, weil Bewegungsmangel, wie wir gesagt haben, Video 1, Todesursache Nummer 1. Und jetzt gehen wir explizit nochmal auf alle Krankheiten, Symptome und Problematiken ein, die durch C-Wave angegangen werden können, weil C-Wave so eine starke, selbstregulierende Maßnahme ist, um euch in die Selbstheilung zu führen. Jetzt schon mal vielen Dank, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube weiter, folgt uns morgen weiter, folgt uns auf der Revolution, schaut euch die anderen Videos nochmal an, falls ihr jetzt erst eingestiegen seid. Genießt C-Wave und kommt zum Probetraining. Es wird alles verändern. Hast du noch ein abschließendes Wort? Ja, es wird alles verändern. Sehr gut, kommt zur Revolution. Wir sehen uns heute. Bis dann, Daumen hoch und bitte teilen. Ciao, macht's gut. Achso, nein! Du wolltest noch eine Sache immer am Ende des Videos sagen jetzt. Ah, genau. Und wenn ihr Fermentationsprodukte oder sonstige Sachen, die ihr exklusiv in Großmengen bei uns beziehen wollt, weil viele jammern immer darüber, dass zum Beispiel Chlorella so teuer ist, wir bieten euch jetzt die Möglichkeit, Chlorella und Zeolit, die Standardsachen und die Grundsachen für jedes unserer Programme, euch zu holen in Großmengen in unserem Online-Shop. Ist hier unten verlinkt, die E-Mail-Adresse, schreibt mir kurz, dass ihr gerne den Katalog haben möchtet, da seht ihr alle unsere Produkte mit Preisen, schreibt mir einfach, was ihr haben möchtet, ich schicke euch die Rechnung.
Das war's. Und der Newsletter-Link. Und den Newsletter-Link, genau. Nämlich haben wir auch ein Newsletter, wo wir euch jetzt auf dem Laufenden halten, wo wir mindestens einmal in der Woche ein Newsletter raussenden, über einen aktuellen Biohack, über neue Produkte vom Online-Shop. Also praktisch sowas, exklusive Infos, die wir sonst schlecht raushauen können, aber über den Newsletter ist natürlich immer nochmal diskreter, da kann man nochmal mehr sagen. Und deswegen holt euch den Newsletter und seid da dabei. Seid dabei, Leute. Abonniert die Abkademie und bis morgen. Vielen herzlichen Dank. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.